einfach Kaffee am Morgen und heute Käse mit ein bisschen Öl und Fett. Also ich glaube, wir müssen heute noch posten. Weil viel habe ich da jetzt nicht mehr drin. Aber zuerst mal das Morgenessen, dann gehen laufen und dann gehen wir zuerst arbeiten. Ja, da gibt es noch einiges zu tun. 5 Kilo müssen mindestens ab. Letztes Jahr war ich 80 Kilo. Also von dem her, haben wir etwas zu. Ich nehme aber auch noch Supplements, also Multivitamin zum Beispiel, L-Carnitin und Magnesium. Nehme ich meistens am Morgen. Und ja, mit Wasser trinken und nützt es nichts, verschadet es nichts. Man weiss ja nicht recht, ob es funktioniert oder nicht. Wer viel Sport macht, sollte aber schauen, dass seine Vitamine da oben sind. Hallo zusammen, es ist der erste Tag heute von der Health Week. Es ist Montag. Und heute möchte ich in dieser kurzen Sequenz, die ich jetzt einmal einbaue, wo ich etwas erkläre, kurz über die Motivation reden. Weil Motivation, etwas zu machen, ist ja das, was uns dazu bringt, etwas durchzuziehen oder was uns irgendwie unterstützt in dem, was wir machen. Ohne Motivation machen wir nichts. Motivation bedeutet, einen Grund zu haben, warum wir etwas machen. Es gibt nichts Sinnloses, als etwas zu machen ohne Grund. Das ist eigentlich völlig blöd. Und darum gehen wir als allererstes. Ich schreibe mir immer meine Punkte auf, warum ich etwas mache. Gerade wenn es etwas ist, was ich erreichen will. Ob das im Geschäft ist, ob das im Training, im körperlichen Bereich oder im mentalen Bereich ist, in der Persönlichkeitsentwicklung. Es ist so, dass wenn du es aufschreibst, nicht nur mehr verinnerlichst, was du dir aufschreibst, weil du deine Hand führt die Bewegung durch, sondern es ist halt auch ein Reminder, also etwas, wo du dich wieder daran kannst erinnern, wieder kannst aufklappen und sagen, ah ja, stimmt, darum habe ich das wieder machen. Also schnapp dir Papier und Stift, ich habe jetzt eben so ein Büchlein und schreib dir auf, warum dass du jetzt bei dieser Health Week mitmachen willst und was du dir vielleicht daraus erhoffst und was der Grund ist, warum du dann auch dranbleiben sollst nach der Health Week, wenn die wieder vorbei ist. Und nicht nur das Grosse, warum ist wichtig, wo uns motiviert, sondern auch andere kleine Sachen. Also wenn jetzt zum Beispiel das Abnehmen ein grosses Thema ist, warum möchte ich abnehmen? Der Grund ist ja, weil ich möchte gesünder sein, damit ich nicht mehr so Schmerzen habe oder was auch immer. Es muss auch etwas Positives sein, es muss nicht nur etwas Negatives sein, weil ich dann schöner aussehe, weil, was weiß ich, oder? Es kann aber auch ganz kleine Sachen sein, die einen motivieren dann dorthin. Das kann sein ein Vorbild, das kann sein für ein bestimmtes Date zum Beispiel. Es kann sein, dass dich Musik sehr stark motiviert oder irgendein Film inspiriert hat, zum Abnehmen, um dein Leben in den Griff zu kriegen, zum was weiß ich. Das sind kleine Sachen, die dich motivieren, um dein Hauptmotiv zu unterstützen. Und da würde ich sagen, nebst dem, was du da aufgeschrieben hast, schau, was kannst du alles für Medien nutzen, die dich unterstützen. Ich bin zum Beispiel immer mega gehypt, wenn ich Rocky geschaut habe. Dann bin ich voll parat fürs Training. Oder fürs Geschäft. Andersrum, wenn ich einen Film geschaut habe, wo es ums Geschäft geht, um Startup, um Aufbauen, um irgendeinen Erfolg zu haben, oder ein Doku über Apple oder über Microsoft oder so, das hat mich extrem motiviert. Und der Schub, der Motivationsschub, kann man brauchen, um nachher sein Hauptmotiv noch stärker befeuern mit Motivation, um es dann durchzuziehen. Also das heisst, schreib dir auf, nochmal zusammengefasst, was und warum du das machen die Health Week, und was dich noch weiter kann motivieren kann. Weil das kannst du nachher brauchen. Und dazu rate ich dir jetzt im dritten Schritt,
braucht diese Sachen? Du deine Musik so vorbereitet, um zu joggen, wenn du jetzt für dich willst, zu joggen gehen oder fürs Training. Du dich in den Mut hineinbringen, um etwas zu erreichen, indem du es mit Musik, mit Film, mit inspirierenden Persönlichkeiten ins Gespräch kommst und so weiter. Wenn du das alles kannst nutzen kannst, um dein Hauptmotiv noch mehr zu bestärken und dann in die Umsetzung kommst, dann wirst du viel länger dranbleiben und du wirst extrem viel einfacher können durchziehen und auch einfacher können starten. Starten, lass mich das aber an dieser Stelle sagen, ist meistens nicht das Problem, sondern das Durchziehen. Okay, also das war Tag 1 mit der Motivation. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen können und jetzt siehst du vielleicht nochmal den Trainingszusammenschnitt oder will ich kochen oder was auch immer. Hey, viel Spass weiterhin. Am Spazieren, also respektive schnelles Gehen. Und der Grund, warum ich mache das sonst eigentlich weniger, höchstens mal am Wochenende, ist, damit mein Listenbruch nicht ein Rückfall passiert, weil, schaut mal schnell, wie schön dass das hier aussieht. Mega cool. Ja, dass nicht ein Rückfall passiert, ich darf jetzt die Woche noch nicht gleich Sport machen. Eine halbe Stunde Joggen ist gerade wahrscheinlich so das Limit und ein bisschen Krafttraining vielleicht nicht unbedingt bei. Darum werde ich da Alternativen suchen mit Velofahren und eben viel auch noch zusätzlich laufen. So schön, wenn man da noch rausgehen kann. Übrigens, danke der Nachfrage. Mir geht es wahrscheinlich gut. Bin optimistisch, obwohl ich ja da ein bisschen Komplikationen hatte. Aber das kommt gut. Schön schaust du zu. Schnelles Gehen, ich spaziere ja eigentlich nicht. Und trinken wir mal schnell etwas und dann haben wir es geschafft. Dann machen wir dort eine Fußreflexzonenmassage und ein Personal Training. Und dann werde ich selber noch Krafttraining machen. Heute ist Brust und Arm dran, Bizeps, Trizeps. Vielleicht will ich noch nicht mit den Beinen etwas machen oder nicht Bauch, beim Anspannen vom Bauch. Und nachher gehen wir posten miteinander. Dann zeige ich euch mal, was das ist, alles posten und gesund probieren, daraus zu basteln. Und dann gehen wir joggen. Und nach dem Joggen, duschen selbstverständlich, nicht wahr? Habe ich am Nachmittag, muss ich um 2 auf Ash. Dort habe ich die ganze Familie, die ich massieren kann. Bis um 15 vor 10 Uhr bin ich dann dort und fahre dann nachher. Aber dann endet auch das Video. Also ihr seht dann nicht, wie ich dort noch ausschufte, schwitze und massiere. Okay, also, wir gehen ins Geschäft. Ich habe jetzt gerade fertig trainiert, knapp ja, 20 Minuten und ich habe nur die beiden Übungen gemacht, Bizeps und Trizeps Brust, also Bankdrücken und habe das Ganze 4-mal im Wechsel gemacht mit bis zu 12 Wiederholungen Maximum. Dafür habe ich das Gewicht gesteigert, so dass ich am Schluss
vielleicht noch 8 Wiederholungen am Morgen. Ja, jetzt gibt es einen Proteinshake. Ein Whey Isolate vom Sponsor. Ich mache mit Wasser, weil ich da keine Milch habe, keine Kühlschrank. Und weil Milch, ja, Milchzucker drin hat, mache ich es jetzt mit Wasser. Die hat mal so richtig abgenommen. Die war dünn wie ein Lauch nach diesem Apéro. Aber die ganzen Überschusskalorien. Sachen. Hüttenkäse, ganz viel Protein, aber auch Kohlenhydrat. Wir haben das Fleisch, das ist jetzt Gluten, ohne Fett, Magerquark, leer. Das tun wir dann mischen mit ein bisschen Kokosraspeln, Mandelsplitter und ein bisschen Kernli. Wir haben ich wollte Oberschiene sagen, aber es ist ein Zucchetti. Wir haben Corned Beef, zum Mitnehmen für unterwegs, wenn wir Hunger haben. Und wir haben noch mit Magerquark, Bananen, Protein und Migros, wo mega fein ist. Wir haben noch Schweins, Hochdrucken, Stick mariniert für unseren Salat dazu. Und Eier ebenfalls für den Salat. Und ja, mit dem Zeugs plus ein paar Sachen, die ich dann da habe, kochen wir dann. Morgen. Jetzt, heute esse ich nämlich etwas anderes. Und zwar esse ich zum Znacht, ich glaube, man sieht es nicht so gut, esse ich zum Znacht noch die Rösti von gestern mit Speck, Ei und Mozzarella. Und nachher, dann am Abend, hat die Fung noch ein Ragout gemacht, gestern mit feinen Gemüsesachen drin. Zucchetti, Rüebli und Peperoni. Und das will ich dann zum Nachtessen, wenn ich in Esch bin. Ich will es auf Esch mitnehmen für die Massage. Also, jetzt gehen wir aber zuerst das in den Kühlschrank tun und tun nachher dann joggen gehen, bevor wir etwas Feines essen. So, und wir gehen jetzt joggen. Und zwar etwa 4,5 Kilometer. Probieren 20, 25 Minuten, maximal eine halbe Stunde, damit ich da nicht überbelaste. Und wir fangen an. Also, let's go! Zurück vom Joggen und es ist nicht ganz so gut gelaufen, wie ich gedacht habe. Ich war ein bisschen zäh gewesen. Aber ja, jetzt esse ich dann etwas, gehe duschen und nachher mache ich mich parat für Esch. Ah ja, Kaffee muss ich noch parat machen, genau. So, ich glaube, das wäre es für heute. Ich wünsche euch ganz einen guten Nachmittag, Abend und ja, ich sehe uns morgen wieder.
Ciao zusammen.